Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Raft. So, Angeln sind leer. Netze müssten jetzt hoffentlich auch schon längst voll sein. Das, was ich jetzt geangelt habe... oh ja, die sind ja richtig schön dick satt hier. Das, was ich geangelt habe, werde ich jetzt erstmal beiseite schaffen. Ist jetzt nicht allzu viel. Es waren aber auch nochmal zwei kleinere Kerzen mit dabei. Nein, da geht schon eine große Kiste flöten. Ja, das geht so nicht. Wir müssen hier erstmal abnehmen. Okay. Ja, ja, ja. Na, ja, passt ja schon fast. Ich werde schon mal erstmal die erste Lieferung jetzt hier absetzen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir jetzt auch mal langsam hier weiter ausbauen. Denn es steht ja hier noch ein bisschen mehr an. Hey, hier hinten ist eigentlich immer schön leer. Hier ist gar nichts. Hat sich noch nicht mal was... Aha, Billy war schon wieder da. Der hat sich hier schon wieder was gesnackt. Jetzt fehlt mir ein Plastik, wirklich. Ah, guck mal. Plastik. Okay, das rutscht momentan alles nach hinten. Aber gut, das war jetzt eigentlich schon mal eine ganz schöne große Menge Holz. Da können wir hier schon mal wieder dran heften. Und ja, wir sind jetzt eigentlich noch... Jetzt können wir eigentlich mal wieder ein bisschen weitermachen hier. So, ich hatte hier noch die Mangobäume wieder angepflanzt, damit es hier halt ein bisschen besser aussieht. Und ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt erstmal gucken, dass wir das Floß jetzt soweit ein bisschen fertiger kriegen. Weil es ist ja noch nicht wirklich sauber fertig. Bin ich auch am Überlegen... Uns fehlt ja noch einiges. Moment mal. Bevor ich jetzt hier loslege und attackiere hier. Machen wir hier nochmal einmal kurz an. Na gut, wir entfernen uns von der Position jetzt gerade so ein bisschen. So, ich habe mir nämlich überlegt. Das hier hauen wir jetzt noch einmal kurz weg. Weil das ist irgendwie nicht das geworden, was ich gerne haben wollen würde. Weil es ist ja mit dem Haken hier in der Mitte auch ein bisschen zu eng. Und ich würde jetzt gerne hier drüben... Das müssen wir ja jetzt eigentlich nochmal abschließen. So. Gut. Und dann natürlich nochmal mit Blätterchen. So. Ja, ich weiß nicht, kriege ich da noch einen hin? Ich glaube, wenn ich hier eine Tür reinmache, dann kriege ich das auf jeden Fall hin. Machen wir hier so eine schöne Tür rein und dann kriegen wir nämlich hier auch den da oben drüber. Na, das sieht doch schon mal... Oh, ich bin am Verhungern. Ich hätte mal auf mein Essen achten sollen. Und am Verdursten bin ich auch. Na, ich habe aber Wasser noch bei. Kann ich schon mal trinken unterwegs. Wir haben ja eigentlich auch gut Essen. Jetzt bin ich am Überlegen. Entweder wir machen uns jetzt hier nochmal die ganzen Kartoffeln. Weil wir haben echt zu viele Kartoffeln. Das ist nicht das Problem. Essen wir erstmal die auf. Das ist ja einfach nur aus dem Treibgut das ganze Essen. So, hier können wir nochmal schön was hinterher werfen. Und wir haben hier eigentlich auch noch, ja, da sind auch noch weitere Kartoffeln drin. Weil, wie gesagt, so viele Kartoffeln werden wir ja nicht brauchen. Genauso so viel Rüben brauchen wir gar nicht. Ist einfach schon too much, zu viel. So, aber ich wollte ja auf jeden Fall auch noch einen Mülleimer bauen. Ja, damit wir auch endlich mal nicht immer nur das Meer verdrecken und ich das immer hinten rausschmeiß. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal her und nehmen uns hier so ein Ding, stellen das einmal her und dann haben wir hier auch einen Mülleimer. So, du bist jetzt hier unser Müllplatz hier und da können wir dann auch im Abfalleimer hoffentlich was reinschmeißen. So, hier ist das Glas fertig, hier ist nochmal Kupfer fertig, wunderbar. Dann können wir hier jetzt nämlich auch nochmal Nahrung. Denn wir brauchen ja noch einen weiteren Reiniger. Ich brauche noch einmal Plastik. Kein Problem. Dann nehmen wir uns alles mit. Hier hinten für die Baumfarm, da haben wir hier eigentlich auch genug Wasser zur Verfügung. So, dann machen wir es jetzt einmal so, dass wir schon mal was trinken. Wasser auffüllen. Wasser auffüllen.
Ich hoffe, dass der Hai hier jetzt nicht reinbeißt, weil dann verliere ich hier ordentlich was. Gut, dann hatte ich mir jetzt überlegt, wollte ich jetzt hier das hier rüberziehen. Jetzt habe ich hier quasi eigentlich so ein Eck eingebaut. Das heißt, ich muss jetzt mal gucken, dass ich jetzt hier... Ne, das war ja mit den Halben, ne? Habe ich hier mit den Halben gearbeitet? Ja, hier habe ich mit den Halben gearbeitet. Dass ich das jetzt hier einfach nochmal zumache. Na. Kommt nicht so, wie ich das haben möchte, ne? Ich glaube, so wäre das sowieso besser. Direkt an der... Ja gut, dann muss das hier nochmal weg. Dann machen wir das nochmal komplett anders hier. So. Und dann... Na, eigentlich war das ja denn hier hinten Zweier. Machen wir den auch nochmal weg. Schmeißen die Axt weg, weil wir es können. So, einmal rumdrehen. Einmal hier rüber. Halber. Wo waren die Ecken? Nein, 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 nein. Wo sind denn jetzt hier die Ecken? Ach, hier sind sie. So, den setzen wir darauf. Mir fehlen mal Blätter. Oh, oh, oh. Ja, eigentlich hätten wir schon die ganzen Blätter. Und hier haben wir sogar noch Glas, was ich wegpacken kann. Eine Kartoffel für später. Hier. So, dann haben wir uns einmal mehr Blätter mit. So viel Blätter werde ich zwar nicht verbrauchen jetzt, aber... Gucken wir mal. Ja, so passt das. So sieht das ein bisschen besser aus. Wenn wir das jetzt hier so ein bisschen abgestuft runterführen lassen, würde ich meinen. Dass man dann hier nochmal ein bisschen... Ja, was ich da jetzt mit diesem Freiraum mache, weiß ich noch nicht. Wir müssten ja dann mal gucken. Wir könnten ja auch hier dann einfach eine Schräge reinbauen. Hier, so. Ja, klappt das nicht? Kann ich hier nicht einfach ansetzen? Nach unten hin? Bestimmt nur von unten, ne? Bestimmt nur von unten. Ja, der ist zu tief. Muss mal gucken. So, dass wir irgendwie draufgestellt kriegen. Also hier müsste ja dann nochmal so einer hin. Genauso wie hier. Na, so ungefähr. Und jetzt machen wir hier hoffentlich architektisch alles richtig. So. Und da müsste ich doch der jetzt das Ding dran setzen können, oder? Ne, das kann ich nur an den dran setzen. Dieser Wand. Da müsste ich hier jetzt quasi nochmal eine Wand reinsetzen. Dann machen wir das mal anders. Mich nochmal so eine. Und dann müsste das doch gehen bis oben. Ja, dann klappt das. Da fehlen mir jetzt aber natürlich wieder mal Blätter. So, nehmen wir uns hier mal kurz ein bisschen was mit. Dann werden auch ein paar Blätter bei sein, sag ich doch. Also in der Mitte kommt immer am meisten an. Wir verlieren sogar schon Zeug. So. Ja. Dem kann ich aber nichts dran heften. Na gut, dann müssten wir hier... Vielleicht so eine Blatttür? Ich weiß nicht. Ist das jetzt optisch okay? Eigentlich schon, ne? So, mach mal auf, weil hier muss noch einer hin. Und dann müssen wir hier ja nochmal... Ein draufheften. So. Ach, hallo Willi. Mein kleiner Freund. Wieder Spaß mit dem Ganzen hier, ne? So. Wieder ganz machen. Geht doch nicht. So. Das sieht jetzt nachher hier schon wieder ordentlich verwinkelt aus. Ich hoffe, ich kriege das hier noch gut hin.
so. Na, und dafür fehlen mir wieder 3 Blätter. Meine Güte. Ganze Zeit hatte ich immer zu viele Blätter, jetzt habe ich zu wenig, oder was? Ist doch mal schlimm. So, oh, hier liegt auch noch ordentlich was rum. Die guten Planken. So. Jetzt dürfte es aber reichen, dass wir das hier schon mal abschotten können. So. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus als das, was ich davor hatte. Jetzt machen wir hier nochmal. Eigentlich ist das jetzt hier gerade nur Deko, ne? Noch nicht mal irgendwie was Anständiges. So. Aber jetzt müssen wir das hier auch nochmal machen. Das gibt's nicht. Jetzt fehlen mir ständig Blätter. Ich schmeiß mal kurz Steine weg. Nehmen wir mal kurz nochmal 2 Stacks Blätter raus. Ess nochmal eine Kartoffel. Na. So, und dann brauchen wir hier die Wand. Ja, das sieht schon ein bisschen annehmlicher aus. Ist dann auch nicht so einfarbig. Durch das mit den Blättern. Ja, das hat irgendwie was. Sieht schon ein bisschen cooler aus. Im Ganzen. Gut, jetzt haben wir aber noch ein bisschen viel Plastik und ganz viele Planken. Und das ist ganz gut. Weil ich muss ja jetzt auch gucken, dass ich jetzt langsam irgendwann mal meine Schnauze hier vorne hinkriege. Und da brauche ich jetzt einmal... Habe ich noch Nägel? Nein. Habe ich Platz für Nägel? Nein. Doch, eigentlich schon. Wenn ich einmal Nägel mache hier, habe ich auch genug Platz. So, denn wir brauchen ja jetzt auch wieder denselben Aufgang. Oder ich möchte denselben Aufgang ja hier haben. Das heißt, hier brauche ich jetzt... Nee, das ist sogar noch die falsche Treppe gewesen. 1, 2. Okay, wir müssen hier noch weiter, viel weiter nach vorne. So, machen wir erstmal hier. Plastik loswerden. Können wir hier gleich nochmal neu holen. Ist doch schon mal ganz gut. Ne, passt doch alles rein hier. So, dann kriege ich erstmal die Blätter wieder beiseite. Das Seil, das kriege ich da nicht mehr mit rein. Und dann nehmen wir uns jetzt hier einfach mal nochmal ein paar Stacks Plastik mit. So. Gut. Und hier auch nochmal. Und drüben auch nochmal. Dann müssen wir da noch die Sammelnetze zwischenpacken, aber das ist ja nicht weiter wild. So. Jetzt müsste das doch eigentlich hinhauen, dass ich jetzt hier schon mal die Treppe runter schon mal so weit einplanen kann. So. Dann brauchen wir ja jetzt hier wieder Wand. Sag mal, machen wir genauso wie drüben. So. Jetzt brauchen wir hier aber Dachplatten. Jetzt habe ich kein Holz mehr. So schnell kann es gehen. Mal einfach ein bisschen was hingesetzt. Und zack, ist alles leer. Na gut, hier, oh, hier ist noch ordentlich was drin. Hier hat sich noch ein bisschen was verfangen. Das nehmen wir noch mal kurz mit. Na, das geht doch langsam. So, jetzt hier. Ja, ist noch ausgewählt. So, hier machen wir das auch nochmal hin. Kriege ich die jetzt noch zusammen hier? Ja, 8 Stück. Wunderbar, dann können wir hier nämlich auch wieder hoch. Jetzt fehlen mir wieder mal die Nägel.
So, und hier wollen wir auch hoch. Das passt doch schon so weit. Das passt doch schon so weit. Ich sehe da gerade was. Mal gucken. Hallo Vögelchen. Ich glaube nicht, dass die mir hier Eier geben, wa? Na, mal gucken. Einfach noch mal ein bisschen austarieren lassen. So, jetzt müssen wir uns erstmal ums Essen wieder mal kümmern. So, einmal hier das Geflügel mit rein. Jetzt bin ich am Überlegen, komm, wir hauen jetzt mal wirklich alles auf die Katz, was wir jetzt hier haben. An Zeug. Weil es ist ja wirklich doch ein bisschen zu viel. Wir kochen das jetzt alles hier einmal kurz durch. So, die Kartoffeln, die werde ich mir jetzt mal kurz schon mal reinpfeifen. Hier haben wir ja auch nochmal zur Not Reservekartoffeln. Davon könnte ich vielleicht sogar noch welche hinstellen. Also eigentlich wäre das nicht das Thema. So. Erstmal was noch nachtrinken hier. Gut. Na gut, packe ich erstmal die Radieschen und die Kartoffeln erstmal hier wieder rein. Das braucht ja noch seinen Moment. Dann gehen wir hier nochmal Holz sammeln. Und zack, wir haben Kartoffeln und Radieschen. Also, ja, damit läuft das. Und damit läuft das definitiv. So, wir könnten uns gleich nochmal auf jeden Fall nochmal ein paar Sammelnetze machen. Das wäre wohl wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Wofür wir übrigens auch nochmal Nägel brauchen. Nägel brauchen. So. Dann machen wir uns hier nochmal Seile aus dem Grünzeug. Gut. Jetzt brauchen wir nochmal so Seile. Dann müssen wir auch gucken, dass wir uns zunächst auch das dicke Lager bauen. So, herstellen. Habe ich hier noch. Ja, zwei Nägel habe ich noch. So, dann können wir die schon mal aufsetzen. Die hier hinten jetzt fehlen. Gut, das waren schon mal die ersten. Und hier drüben auch nochmal. Ah, um eins verzählt. Ist aber nicht weiter wild. So, nehme ich das Ding hier auch mit, wenn es mir hier schon entgegenschwimmt. Und hier hätte ich gerne lieber nochmal ein mit dran. Ne, Plastik ist heute wirklich incoming. So. Können wir jetzt nochmal ein bisschen Plastik erstmal wieder leer laufen lassen hier. Wir haben hier doch noch so viel Holz. Wir haben hier doch noch so viel Holz. Ich kann doch noch längst weitermachen. Meine Güte, jetzt habe ich selbst vergessen, dass ich hier so viel Holz schon weggepackt habe. So, weil wir haben jetzt eins und das soll ja jetzt quasi nochmal drei groß werden. Also sprich, mache ich erstmal hier. Ob ich hier jetzt nochmal einen Anker in die Mitte, genau in die Mitte packe, weiß ich noch nicht. Deswegen lasse ich jetzt hier mal dieses Loch hier nochmal frei. Wäre nochmal eine Möglichkeit, um einen Anker zu platzieren. Aber hier packen wir jetzt erstmal noch schon mal die Schichten drauf. Und dann soll es ja hier quasi zum Heck gehen. Also ganz nach vorne. Zum Heck. Zum Bug. Ja. Man merkt, ich bin kein Segelprofi. Vergibt mir dafür, für mein Unwissen. So, aber wir können jetzt hier nochmal ein bisschen was nebenbei essen, nochmal ein bisschen was nebenbei trinken. Und noch haben wir ein bisschen Holz. So ist es ja nicht. So, nehmen wir uns hier nochmal Holz mit.
Und dann nochmal Plastik. Und man merkt, der Hai wird das definitiv nicht abbeißen können. Bis er das hier alles kaputt gebissen hat. Ja. Da bin ich OP. So, hier nochmal ausbauen. Aber wir nähern uns hier langsam der Spitze. Schon mal. Das ist ja schon mal was. Das ist ja wirklich schon mal was. Bloß hier wollte ich das dann halt auch noch anders führen. Da wollte ich sie gerade drüber führen lassen. Diesbezüglich, ich wollte eigentlich das nicht so hoch machen. Das hier soll ja sozusagen dann die höchste Stelle auch sein. Für das Ganze. Na gut. So, jetzt haben wir hier 3. Das heißt, jetzt brauche ich sozusagen von der Seite aus nochmal 2 für eine Treppe. Und hier nochmal 2. Kann ich das schon mal voll machen. Und dann muss ich da draus dann ja auch nochmal eine Spitze führen. Das heißt, da kommt dann sozusagen auch die Wand ran und das wird dann zur Spitze gemacht. Das wird noch ein Akt. Das wird wirklich noch ein Akt. So, aber wir haben noch ein bisschen Holz. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Können auf jeden Fall auch hier immer noch ein bisschen nachnehmen. Ist ja alle da. Aber dann denke ich mal von der Größe her, sollte das reichen. Also wie gesagt, die Motoren sollen 3 Blöcke, also 3 Fundamente groß sein. Hatte ich gelesen in den Kommentaren. Das heißt, das dürfte reichen. Keine Ahnung, wie viele Fundamente das jetzt insgesamt schon sind. Das müssen wir dann vielleicht mal ein bisschen ausprobieren. Aber schauen wir mal. So, machen wir erstmal hier nochmal fertig. Zack. Wir müssen schon wiederholen gehen, also im Bearbeiten bin ich heute wirklich top. So, ich lege auch mal gleich nochmal das Grünzeug weg hier. Muss aufpassen, sonst werde ich hier bald noch irgendwann weggespült. So, jetzt nehmen wir uns hier nochmal Reste Holz und Reste Plastik hier. Und dann haben wir auch gleich alles verarbeitet, was wir da jetzt hatten. Gucken. Wenigstens das hier noch gerade kriegen. Das wäre jetzt noch ein Traum. Ja, Sammelnetze müssten hier dann noch rein. Aber auch das ist kein Problem. Jetzt muss ich genau gucken. Also wie gesagt, das Loch ist jetzt sozusagen eigentlich eher mein Denkloch. Da soll dann nochmal so eine Treppe, soll ja dann quasi genauso wie auf der anderen Seite sein. Die will ich da gerne haben. Und dann soll ja dann eigentlich schon die Wand folgen. Jetzt will ich da aber noch keine Wand reinzimmern. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich jetzt hier irgendwie eine Spitze engagiert kriege. Das heißt, das hier ist ja sowieso unser Mittelpunkt hier. Das heißt, ich mache jetzt hier eigentlich immer weiter die Spitze rein. Wäre ja am einfachsten. Bis wir hier halt an allen die Ecken ankommen hier. Jetzt habe ich aber zu wenig Holz für die nächste Reise. Ja, gucken wir mal. Das ist dann aber auch ein relativ breiter Frachter. Ich weiß nicht, ob ich die Spitze vielleicht noch ein bisschen nachziehen müsste. Aber wie gesagt, erstmal nicht zu groß werden. Können ja sonst nachher noch ein bisschen ausbauen, wenn es nötig ist. Aber so. Also ich finde die Plattform finde ich halt schon mega. Also ich denke mal, die dürfte ausreichen. Hier wollte ich dann halt auch noch Lager ransetzen und. Kommt ja noch ordentlich was dazu. Deswegen also, müssen wir mal gucken. Zumal wir sind ja auch nicht nur einstöckig, sondern wir sind ja überall auch ein bisschen mehrstöckig. Na, müssen wir mal schauen, wie wir das am ehesten machen. So, hier hacken wir jetzt nochmal den Rest drauf, was ich jetzt hier gefunden habe. Das hole ich mir jetzt mal alles runter.
Da ist schon nichts mehr drauf. Und da auch nicht. So, letzte Wasser. Na, ich glaube, wir machen jetzt hier erstmal... Weiter werde ich wohl wahrscheinlich noch nicht kommen. Weil jetzt ist ja jetzt sowieso erstmal alle, was wir jetzt haben. Das heißt, wir müssen jetzt so oder so erstmal wieder ein bisschen warten, bis da jetzt wieder ein bisschen was reinkommt. Was ja nicht weiter schlimm ist. Aber ich würde halt gerne doch schon weitermachen. Aber es klappt halt nicht. Gut, dann würde ich sagen... Oh, eins können wir noch machen, bevor wir jetzt hier ausmachen. Jetzt muss ich nur gucken. Hier hatte ich das reingeschmissen. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Metall. Das hier nochmal nachpositionieren. Ein Stack sollte ich mir auf jeden Fall immer rausnehmen. Weil ich muss auch Planken nachschmeißen. Das vergesse ich jedes Mal. So. Wunderbar. Dann schmilzt das schon mal vor sich hin. Krabbel ich hier nochmal ein bisschen kurz was weg. Eieiei. Stürmische, raue See. Ich freue mich dann, wenn wir nachher hier ein bisschen weiter oben sind. Wo wir dann nicht ständig das Wasser ins Gesicht kriegen. So. Dann haben wir das. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt mir gleich nochmal zwei Angeln. Und angel diese halt auch nochmal weg. In der Zeit dürfte sich ja dann hoffentlich genug gebildet haben. Das heißt, hier schmeiße ich schon mal alles weg. Was ich jetzt erstmal nicht brauche. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.